nachdem ich mit Shireen David im Kino war, bin ich mein erstes Rennen im Schnee gefahren. Und dafür muss ich erstmal in die Nähe vom Nordpol. Und nachdem ich meine zwei Bitches geweckt habe, ging es um 4 Uhr morgens los. Wo minus 4 Grad gleich Sommer bedeuten. Das ist eine gottlose Uhrzeit. Ah, Jur war irgendwo in Schweden. Außerdem, jedes Mal, wenn ich fliege, tue ich so, als ob ich mir die Parfüms nur anschaue. Aber in Wahrheit will ich sie einfach nur benutzen. Flughafenessen ist inzwischen so teuer wie die und Schweiz. Und deutsche Supermärkte haben aktuell Flughafen. Keine Ahnung, was da los ist. Bin heute auch mal mit der Fluggesellschaft EU geflogen. Ach ja, und danke für die Sauerstoffmaske. War auch kurz verwirrt, warum der EU-Flugbegleiter mir so viele Snacks geschenkt hat. Egal. Mir ist kalt. Deshalb wurde das auch erstmal geändert. Und nach einer Suppe ging es erstmal raus zu den Jetskis. Ich hatte die Startnummer 3, das sollte ich aber ändern zur Nummer 1. Tja, und was soll ich sagen? Ich bin mit 105 km/h und einhändig da runtergebrettert. Und wie gesagt, für die Schweden ist das Sommer. Und nachdem das erste Rennen vorbei war, wollten sie meinen Jetski-Führerschein sehen. Aber ich wusste nicht mal, dass man sowas braucht, also bin ich weggerannt. Aber ich wusste ja nicht, dass die gleichen Rentier hinterher schicken. Spätestens die Polizistin hat mich dann gekriegt. Bedeutet, ich muss hier wohl noch ein paar Tage hinter schwedischen Gardinen chillen, bis es dann endlich zu den Polarbeerlichtern geht.